Die Politik scheint durch und durch korrupt oder aber manipuliert zu sein. Es ist schwer zu unterscheiden. Insofern glaube ich kaum, dass das, was wir hier sehen, in irgendeiner Weise von den Mainstream, meine ich, Mainstream-Medien, in irgendeiner Weise noch was mit der Realität zu tun hat. Vielleicht der Wetterbericht. Die da oben sind komplett entkoppelt von der Realität. Das hat keinen Sinn mehr, mit denen zu reden. Die verstehen nichts oder sie wollen nichts verstehen. Ein PCR-Test kann gar nichts über eine Infektion aussagen. Der Erfinder des PCR-Tests, Carey Mullis, der dafür einen Nobelpreis in 93 bekommen hat, hat es immer wieder betont. Ich habe mir all seine Videos angeguckt. Das ist der Baustein. Wenn wir den weghauen, bricht das ganze verdammte Kartenhaus zusammen. Zeigt sich also, dass der PCR-Test ein Idiotentest ist, wie ich ein paar Mal schon gesagt habe, in diesem Zusammenhang, sonst ist er toll, dann ist Schluss. Dann ist die Basis für all diese Maßnahmen weg. Es wird ja nur eine Klage geben. Und zwar eine repräsentative Klage eines in typischer Weise Geschädigten. Gewinnt der, gewinnen alle anderen auch. Ich glaube, bis zum Jahresende müssten wir die Kurve jedenfalls gekriegt haben. Müsste man deutlich erkennen können, dass sich der Wind massiv gedreht hat. Was dann an Aufarbeitung folgt, das ist nicht mehr so schlimm. Das, was jetzt passiert, ist ein Machtkampf zwischen uns und denen. Liebe Zuschauer von Eingeschränkt TV, heute aus Göttingen. Ich darf einen Mann heute interviewen und besuchen, der wahrscheinlich dafür verantwortlich ist, dass der Dr. Dosten ein paar schlaflose Nächte hat. Vielen Dank für das Interview und die Zeit mit dem Dr. Rainer Füllmich. Lieber Rainer, wir haben heute ungefähr eine Stunde Zeit. Ja? Bevor wir auf diese ganzen harten Corona-Themen kommen, wie bist denn du drauf gekommen? Das hat, glaube ich, einen zufälligen Hintergrund und einen, den man so ein bisschen als vorbereitendes Schicksal oder so bezeichnen kann. Zufall ist der, dass ich eigentlich draußen auf unserer Ranch in Nordkalifornien mit meiner Frau dachte, so jetzt kann ich mal schön meine Batterien aufladen, bleib hier mal ein, zwei Jahre, komm ab und zu zurück, wenn wichtige Gerichtstermine anliegen. Und dann kamen eben diese Meldungen im März oder so aus Deutschland von unseren Freunden und Verwandten. Und zwar vollkommen überraschend, über Nacht hatten offenbar die Leute, die bis dahin alles für normal und halb so wild erklärt hatten, nämlich Drosten, Wieler und Co., ihre Meinung geändert. So als hätten sie ein Signal von irgendjemandem bekommen und über Nacht wurde dann vollkommen überraschend für das Gros der deutschen Bevölkerung, ich würde mal sagen für 99,9% der Bevölkerung, plötzlich die Pandemie und der Lockdown verkündet. Pandemie durch die WHO, die ja auch die ganzen Drosten-Erfindungen betreffend den PCR-Test der ganzen Welt empfohlen hatten. Das ist der zufällige Part, der dann meine Frau dazu brachte, zu sagen, komm Rainer, wir müssen zurück, wir müssen was tun. Du bist doch Anwalt, du kennst dich mit solchen Sachen aus. Mit solchen Sachen kannte ich mich aber nicht aus, weil ich habe zwar Erfahrung, ein bisschen medizinischen Hintergrund, weil ich sehr lange an der Uni Göttingen in der Forschungsstelle für Arzt- und Arzneimittelrecht gearbeitet habe und weil ich in den beiden Ethikkommissionen der Unikliniken Hannover und Göttingen tätig war, aber ich bin kein Mediziner, sondern ich bin Anwalt. Und der andere Vorhersehungsteil, das ist jetzt Zufall, meine Frau sagt, du musst was machen. Der andere Teil ist der, dass ich mit meinen Kollegen hier in der Kanzlei und auch mit anderen, mit denen wir immer kooperiert haben, Erfahrung habe in der gerichtlichen Auseinandersetzung mit betrügenden Konzernen. Sowas Ähnliches, nur eine Nummer härter, ist auch jetzt das, was bekämpft werden muss, betrügende Konzerne. Bis dahin habe ich also mit der Deutschen Bank, der wahrscheinlich korrupteste Konzern der Welt inzwischen, obwohl vielleicht tauchen dahinter noch ganz andere auf, und mit VW, das ist ja bekannt, die Dieselbetrugssachen, Deutsche Bank sind diese Schrottimmobilienfinanzierung, aber die Deutsche Bank hat ja eigentlich nichts ausgelassen, es gibt ja keinen Betrug, den sie nicht begangen hat, bis hin zur Beihilfe zur Kinderschändung, Pädophilie von Jeffrey Epstein. Also von daher, einerseits, meine Frau sagt, mach was, lass uns hier bleiben, und auf der anderen Seite, so ganz fremd war das, was sich jetzt über die Zeit entwickelt hat, mir nicht. Das habe ich aber zu dem Zeitpunkt nicht erkennen können, sondern es ist so gewesen, dass ich dann, um mir ein bisschen Orientierung zu verschaffen, Wolfgang Wodak angerufen habe, den kenne ich seit vielen Jahren aus der Arbeit bei Transparency International.
Er war auch mal Leiter der Arbeitsgruppe Justiz, Entschuldigung, er war im Vorstand zuständig für die Arbeitsgruppe Justiz, deren Leiter ich war. Und wir haben dort im Rahmen der Arbeitsgruppe Justiz geguckt, ob es Korruption innerhalb der Justiz gibt. Korruption in der Definition von Transparency, also der Missbrauch anvertrauter Macht für private Zwecke, ist, glaube ich, so ungefähr die Definition. Und scheint es auch innerhalb der deutschen Justiz zu geben, wenngleich das nicht das prägende Merkmal ist. Also ich würde schon meinen, dass das Gros der Richterschaft sauber ist, aber Einzelne und das dann leider auch Leute, die in entscheidenden Positionen sitzen, die sind eben nicht sauber. Dazu hatten wir also die ganze Zeit ermittelt und gearbeitet in der Arbeitsgruppe Justiz bei Transparency und ich habe dann auf Wolfgang zurückgegriffen, weil er ist ja Mediziner. Und Wolfgang sagte mir dann, Rainer, das Ganze sieht aus wie ein Replay von der Schweinegrippe, die vor 12 Jahren stattgefunden hat und dieselben Player spielen hier eine Rolle, nämlich der inzwischen restlos diskreditierte Neil Ferguson. Und eben auch Drosten, die beide auch damals schon mit Horrorszenarien versucht haben, die Weltbevölkerung, muss man am Ende sagen, in Angst und Schrecken zu versetzen, um dafür zu sorgen, dass die alles das, was ihnen dann vorgeschlagen wird, zum Beispiel, oh mein Gott, ihr sterbt alle, wenn ihr nicht geimpft werdet, um alles das mitzumachen. Also mit anderen Worten, es sah aus Wolfgangs Sicht so aus, als würde hier eine Variante 2 der damaligen gefakten Pandemie folgen. Damals hatte sich herausgestellt, dass die Schweinegrippe nichts als eine milde Grippe war, aber sie war gehypt worden von genau diesen Personen mithilfe der WHO dann weltweit als Pandemie, sodass die ganze Welt wohl, ich hatte es völlig vergessen, dass die ganze Welt wohl glaubte, sie müsste Masken tragen und es gäbe nur eine Rettung, nämlich die über Impfstoffe. Aber damals bei der Schweinegrippe ist es so an dir vorbeigegangen. Ja, ich habe davon überhaupt, ich kann mich an absolut gar nichts mehr erinnern. Ich habe mir dann so einen Film angeguckt auf Arte, also der auf YouTube noch immer, glaube ich, verfügbar ist. Profiteure der Macht, der ist auch von einem unserer Kollegen, einem Engländer, ins Englische übersetzt worden und macht jetzt auch da die Runde. Aber ich hatte es komplett vergessen. Okay. Das finde ich aber sehr sympathisch, dass du so einen Schubs von deiner Frau bekommen hast. Ohne diesen Schubs wäre da was passiert? Wahrscheinlich ja. Also sie ist für mich deshalb entscheidend gewesen, weil ich ihr vertraue in ihrer Einschätzung. Wahrscheinlich wäre trotzdem was passiert. Ich hatte ihr zwar gesagt, lass uns hier bleiben, lass uns das aussitzen, was immer da draußen passiert in Europa, braucht uns nicht zu interessieren. Aber es war ja dann doch anders, weil auch wenn wir da draußen in der Einöde leben und nur ein paar Nachbarn um uns rum sind, die alle auf derselben Linie übrigens sind wie wir, ob nun Republikaner oder Demokraten, 6 Demokraten, 6 Republikaner, alle sind auf derselben Linie, was diese Corona-Nummer angeht. Aber es war dann so, dass wenn man einkaufen geht, dann triffst du wieder auf die Leute mit den Masken. Inzwischen hatten ja auch einige Staaten in den USA, bei weitem nicht alle, aber einige Staaten in den USA den Lockdown verkündet und irgendwann auch Maskenpflicht. Und übrigens hat sich dann herausgestellt, dass völlig egal war, ob man Lockdown hat oder nicht, weil das Virus, genau wie ein normaler Grippevirus, ist eben da und dann geht's wieder weg. Jedenfalls haben wir gedacht, okay, dann macht Sinn, dann gehen wir jetzt eben zurück und ich brauchte nur jemanden, mit dem ich zusammenarbeiten kann. Und es gibt zu wenig Anwälte oder jetzt sind es mehr, aber damals gab es zu wenig Anwälte und einer alleine bringt ja nichts. Ne? Okay, bevor wir jetzt in diese ganzen Feinheiten und auch die Argumentation steigen, ich meine, du hängst dich ja jetzt aus dem Fenster sozusagen und sagst, hier wird jetzt was organisiert, eine Massenklage, eine Schadenersatzklage. Jetzt gibt es aber sehr viele Menschen, die immer noch sehr unsicher sind und sagen, oh, das ist ja doch gefährlich. Vielleicht einleitend, du bist ja auch aktiv in diesem Corona-Untersuchungsausschuss. Ne? Unabhängig davon, wie das alles endet, ne, nur Stand jetzt, trägst du Maske? Nein, ich habe aber auch eine Maskenbefreiung, weil ich brauche meinen Kopf zum Denken und es kann nicht sein, dass ich nach einer oder 2 Stunden spätestens schwere Kopfschmerzen kriege, dann kann ich nicht mehr denken, dann brauche ich auch gar nicht mehr ins Gericht zu gehen, weil dann rede ich wahrscheinlich nur dummes Zeug. Also habe ich eine Maskenbefreiung aus medizinischen Gründen, ich trage keine Maske.
Das ist aber interessant, eine Maskenbefreiung und bei klarem Verstand zu bleiben. Ja, weil ich inzwischen der Überzeugung bin, nach allem, was wir gesehen haben, es gibt Studien, deren Veröffentlichung zum Teil unterdrückt wird, die aber trotzdem ans Licht gekommen sind. Und danach bringen die Masken nicht nur nichts, sondern sie sind gefährlich. Und zwar insbesondere für Kinder, weil die ein kleineres Lungenvolumen haben, weil die diesen Totraum erstmal einatmen müssen, bis überhaupt was geht. Und es leuchtet eigentlich auch jedem Volldeppen ein, wenn man weiß, man braucht Sauerstoff zum Atmen, dass es besser nicht behindert werden sollte. Das wissen ja auch die Arbeitsmediziner. An sich sollte man das wissen, ja. Aber die erst recht. Vielleicht gleich noch mal eine Frage hinterher. Sobald die Impfung da ist, nimmst du eine? Auf keinen Fall. Okay. Und jetzt gehen wir mal Stück für Stück in das Thema rein. Mhm. Aber bevor wir wirklich in das Thema reingehen, was erfährst du aus deinem Umfeld? Also ich sage jetzt mal Familie, Freunde, Kollegen. Viele Leute, die wir auch auf der kritischen Seite befragt haben, erzählen immer solche Geschichten wie nach dem Motto, es gibt da Probleme und es kommen neue hinzu. Und wie verhält sich das bei dir? Meinst du, ob ich Schwierigkeiten habe, mit meiner Position, mit meinen Überzeugungen in meinem Umfeld durchzukommen? Ganz überhaupt genau. Nicht, kein Stück. Meine ganze Familie, meine Schwester ist Krankenschwester, meine ganze Familie denkt da genauso wie ich, mein gesamtes Umfeld denkt da genauso wie ich, unsere Nachbarn hier denken genauso wie ich, wenn ich die beim Joggen oder so treffe oder mit den Hunden treffe, die haben alle dieselbe Position. Die gehen nicht alle damit nach draußen, aber die sagen mir, heute Morgen gerade habe ich beim Joggen einen unserer Nachbarn mit seinem Hund getroffen und der sagte, er würde sich sowieso wundern, dass noch irgendjemand sich die Mainstream-Nachrichten anguckt, das würde einen ja nur noch aggressiv machen und seine gesamte Bekanntschaft würde genauso denken wie er. Insofern glaube ich kaum, dass das, was wir hier sehen, in irgendeiner Weise von den Mainstream-Medien, in irgendeiner Weise noch was mit der Realität zu tun hat. Vielleicht der Wetterbericht, aber das war es dann wohl. Okay. Und deine Berufskollegen? Weil du hattest ja gesagt, noch einmal zu wenig Anwälte, ja, es werden mehr. Ja, wir sind jetzt ungefähr 100, würde ich sagen, hier in Deutschland. Okay. Das sind dann allerdings auch Leute, die ziemlich schlagkräftig sind, weil sie sich seit vielen Monaten in diesem Bereich bewegen und die Fakten, auf die kommt es ja an, und die Fakten genau zur Kenntnis genommen haben. Allerdings haben wir im Ausschuss, das will ich ganz klar und deutlich betonen, einen gigantischen Vorteil gehabt, weil, ich glaube, das wolltest du auch gerade abfragen, weil dadurch, dass Wolfgang mich mit Viviane Fischer vernetzt hat, wir in die Lage versetzt wurden zu sagen, so, was machen wir jetzt? Wo sind unsere Probleme? Und unsere Probleme, ihre und meine gleichzeitig, waren, wir haben hier ein paar Fragen. Und haben uns entschlossen, das zu tun, was nach unserer Überzeugung nicht mehr von der Bundesregierung oder auch nur irgendeiner Partei im Bundestag zu erwarten war, weil die Politik scheint durch und durch korrupt oder aber manipuliert zu sein. Es ist schwer zu unterscheiden. Wir haben uns entschlossen, einen Untersuchungsausschuss selbst zu starten. Kann uns ja keiner dran hindern. Wir sind inzwischen 4 Anwälte, 2 von denen neben Viviane Fischer, Dr. Hoffmann und Antonia Fischer, nicht verwandt. Kannte ich aus der Arbeit bei Transparency. Und wir sind als Rechtsanwälte, aber auch als jemand, der jeweils das zweite Examen bestanden hat, haben wir die Befähigung zum Richteramt, so steht's da. Und als solche dachten wir uns, dann machen wir das eben. Denn die Amateure im Bundestag werden das im Zweifel nicht besser können als wir als Profis. Wir sind nur Juristen. Im Bundestag sitzen auch andere. Also haben wir gesagt, dann wollen wir eben wissen, wie gefährlich ist das Virus? Wie groß sind die Schäden, die durch die Anti-Corona-Maßnahmen gesundheitlich und wirtschaftlich natürlich weltweit angerichtet werden? Und das vierte war, was kann dieser PCR-Test? Ja. Was ist denn das eigentlich für ein Armutszeugnis, wenn es eines außerparlamentarischen Untersuchungsausschusses überhaupt bedarf? Also dieser ACU, den gibt es auch, das sind nicht wir, sondern wir sind der Corona-Ausschuss. In Hamburg gibt es den ACU, wir sind der Berliner Corona-Ausschuss. Die da beteiligten Akteure, die Mediziner und so, wir kooperieren inzwischen. Ja, wir bilden daraus ein immer größer werdendes internationales Netzwerk von Medizinern, Wissenschaftlern und Anwälten. Okay, aber unabhängig davon, das wäre doch eigentlich eine staatliche Aufgabe, ja, oder? Klar.
Das ist richtig. Das ist auch wahrscheinlich, würde ich sagen, unheard of. Das hat es noch nie gegeben, dass in einer derart dramatischen Situation, wo die Bundesregierung im Alleingang einen Lockdown verhängt, der die Wirtschaft zumindest zu einem sehr, sehr großen Teil definitiv vernichten wird, wenn wir nicht am Ende zu Schadensersatzansprüchen gegen diejenigen kommen, die es gewesen sind, dass da die Bundesregierung nur eine einzige Meinung hört. Dank dem Whistleblower, muss man ja sagen, David Sieber, ehemals Grüne, wissen wir, dass die einzige Meinung, die von irgendjemandem zur Kenntnis genommen wurde, die von Drosten ist. Und Drosten hat definitiv falsche Tatsachen verbreitet, wie wir im Ausschuss erfahren haben. Also es ist sehr, sehr merkwürdig, warum da nicht andere Wissenschaftler, die ja alle zur Verfügung standen, die sich alle auch schon geäußert hatten. Ne? So bin ich ja überhaupt darauf gekommen. Wolfgang Wodak sagte mir, als wir noch in den USA waren, guck dir mal an, was Ioannidis oder Michael Levitt von der Stanford University sagen. Guck dir mal an, was Professor Mölling oder Professor Bakhti sagen. Warum wurden die hier nicht gehört? Ja, besonders interessant ist ja auch die Geschichte von David Claudius Sieber, der Grünen angehört hat, ja, was eigentlich Opposition ist. Und die Opposition ist sozusagen gleichgeschaltet. Ja. Ausführliches Interview, liebe Zuschauer, haben wir vor ungefähr 14 Tagen veröffentlicht. Claudio Sieber. Müssen wir auch nicht näher darauf eingehen, lässt aber tief blicken in Strukturen innerhalb von Parteien. Absolut. Ja. Rainer, vermutest du, dass es bloß bei den Grünen so oder ist es bei den anderen ähnlich? Nein, wir wissen, dass es bei den anderen auch so war. Also dieser Ausschuss hat seine Arbeit durch Anhörung von internationalen Experten und Betroffenen, hochrangige internationale Experten, seit dem 10.07. durchgeführt. Und es geht immer weiter, es kommen immer neue Sachen raus. Okay. Und wir bekommen Zuschriften, wir bekommen Anrufe von Leuten auch aus anderen Parteien. Mhm. Nicht die erste Reihe, aber die zweite oder dritte Reihe. Und die sagen alle dasselbe. Die sagen alle dasselbe, ob das nun Grüne, Linke, SPD, CDU, AfD, sonst was ist, FDP. Alle sagen sie dasselbe. Die da oben sind komplett entkoppelt von der Realität. Das hat keinen Sinn mehr, mit denen zu reden. Die verstehen nichts oder sie wollen nichts verstehen. Also es ist in allen Parteien dasselbe gewesen, so jedenfalls der Eindruck, den wir jetzt haben im Ausschuss. Und es ist überall ausschließlich die Paniknummer von Drosten gehört worden. Okay, das heißt, ihr übernehmt jetzt im Prinzip eine Aufgabe, weil an dieser entscheidenden Stelle einfach der Parlamentarismus scheitert. Ja. Komischerweise, ich meine, wir kommen dann auch noch auf diese Schadenersatzgeschichten, aber macht sich nicht zum Beispiel der Partei, eine Regierung oder ein Personalvorstand vom RKI, wie auch immer, macht er sich nicht auch irgendwo haftbar, wenn der ausgerechnet den, der schon bei der Schweinegrippe versagt hat, jetzt als alleinige Stimme hinstellt und denjenigen, der bei der Schweinegrippe richtig geurteilt hat, wie zum Beispiel der Herr Wodak, dass der eben nicht gehört wird? Das ist eine leichte Antwort. Natürlich, jeder, der hier mit falschen Tatsachenbehauptungen in der Gegend rumläuft und mit dazu beigetragen hat, dass es diese vollkommen aberwitzigen und verfassungswidrigen und sinnlosen Lockdowns, nur schädlichen Lockdowns gibt, ist haftbar. Zivil und strafrechtlich. In welchem Maße muss man sehen? Die Leute, die absichtlich gelogen haben, die sind in jedem Falle strafbar. Aber die anderen sind ja dann fahrlässig. Die anderen haben, wenn das fahrlässig ist, ne, das kann auch sein, dass wir es hier mit bedingtem Vorsatz zu tun haben. Okay. Diejenigen, die die Lockdowns verhängt haben, sind ja die Politiker gewesen. Und da muss man dann schon fragen, da sind ja einige Juristen darunter, aber selbst wenn sie keine wären, haben sie jedenfalls juristische Berater. Da muss man schon fragen, wie behämmert müsst ihr eigentlich sein, wenn ihr entgegen dem allgemeinkundigen Grundsatz Audiatur et altera pars, also höre auch die andere Seite, entgegen diesem allgemeinkundigen Grundsatz nur eine einzige Panikmeinung hört und das nicht um zu sagen, das Betreten des Rasens ist jetzt mal für ein paar Tage verboten, sondern um hier die gesamte Wirtschaft zu zerstören, bis auf ein paar Konzerne, die gut bedient worden sind. Ja, inzwischen stehen ja auch breite Teile der Bevölkerung auf, so nehme ich es zumindest wahr, auf diesen
Demonstrationen von den Querdenkern, von den Hygienedemos, es gibt ja verschiedene Formate. Du hast ja auch darauf gesprochen. Mhm. Wir sind als Kanal schon länger da im Geschäft. Wir, also zum ersten völkerrechtswidrigen Jugoslawienkrieg war ich auch nicht auf der Straße, gebe ich ja zu. Aber es gab ja auch Demonstrationen gegen Rammstein, gegen TTIP und so weiter. Aber da waren niemals Rechtsanwälte. Wo waren denn damals die Rechtsanwälte und warum sind die jetzt da? Also ich weiß nicht, warum damals die Rechtsanwälte nicht aufgetaucht sind. Ich glaube, die sind irgendwann aufgetaucht, aber so richtig zu politischen, so brisanten politischen Themen hat sich bisher wohl niemand getraut, Position zu ergreifen. Das war ja hier nicht anders. Mhm. Also wir arbeiten ja auch mit Kollegen zusammen, die teilweise noch in der Pharmaindustrie, also Rechtsanwälte, die in der Pharmaindustrie tätig sind oder die in Großkanzleien tätig sind, die können natürlich nicht an die Öffentlichkeit mit Bild und Namen, weil es ist wie überall, in den Medien ist ja nicht anders. Wenn das bekannt werden würde, dann würden die ihren Job los sein. Beziehungsweise andersrum formuliert, die Großkanzleien, die deren Mitglieder teilweise, ich sage das jetzt sehr pauschal, aber deren einzelne Mitglieder teilweise mit und für uns arbeiten, die scheinen Angst davor zu haben, dass wenn das bekannt wird, sie ihre Mainstream-Mandanten verlieren. Da nehmen sie lieber feige in Kauf, dass hier die Wirtschaft in weiten Teilen in Schutt und Asche gelegt wird und dass, ich habe vorhin von einem Kollegen mitgeteilt bekommen, die Bild-Zeitung hat da so eine Veröffentlichung gemacht, dass hier auch gesundheitlich Menschen sterben und Menschen schwer erkranken, weil sie nicht richtig behandelt werden, weil bestimmte Therapien nicht durchgeführt werden und so weiter. Also es ist eine absolute Affenschande, aber es ist wie immer eine Mischung aus Feigheit und ja, vielleicht noch ein paar anderen Dingen. Ja gut, dass es da finanzielle Interessen gibt, die gewahrt werden müssen. Das ist ja mal das eine. Ich meine, es gibt ja auch Menschen, die unterstellen, dir zum Beispiel, ne, dass du sagst, okay, das macht er halt nur, damit er möglichst viel Mandanten und Klienten und Geld und pipapo vielleicht später Honorar kriegt. Ist das deine einzige Motivation oder ist da eine höhere ethische Geschichte noch mit im Spiel? Wenn es um Geld ginge, das könnte ich anders machen. Also mir ging es ja auch vorher nicht schlecht. Hier aus dieser Corona-Nummer hat bisher kein einziger Anwalt irgendeinen Cent genommen. Wir brauchen das Geld mit hoher Wahrscheinlichkeit, um in den USA und Kanadas, werden wir vielleicht ja gleich nochmal ansprechen, um da die Sammelklage, die Class Action, die ich beabsichtige, die Kollegen machen es aber mit, Bobby Kennedy auf der einen Seite mit seinem Children's Health Defense und seit vorgestern ist Rocco Galati, das ist der kanadische Anwalt, der auch schon eine große Klage anhängig gemacht hat wegen PCR. Die Kollegen machen es mit, aber das kostet Geld. Das wird sogar viel, viel mehr kosten als das, was wir bisher eingesammelt haben. Also was hier dabei rauskommen wird, wenn wir am Ende Erfolg haben und wir müssen Erfolg haben, ist, dass die Anwaltschaft, die hier beteiligt ist, jedenfalls hier auf deutscher Seite, die Namibia, die Franzosen und alle anderen, mit denen wir das gemeinsam machen, die machen das jeder auf ihre eigene Weise. Aber die sammeln alle die Mandanten ein, um sie dann in eine dieser Class Actions, werden ja mehrere werden, einbringen zu können. Die werden nur verdienen, wenn mit diesen 10% Erfolgshonorar. Wenn das nicht klappt, dann werden die nichts verdienen. Dann haben sie eben umsonst gearbeitet. Beziehungsweise okay, umsonst nicht, weil es ist ja so oder so was wert. Aber na, hier geht's nicht um Geld. Das ist absolut schwachsinnig, okay, wenn einer glaubt, es geht um Geld. Und dafür werden die Leute, die nach außen gehen, Viviane, Justus, alle, die werden doch nicht ihren Kopf riskieren für Geld. Ja. Also das ist aber gut, dass wir das mal klarstellen, weil das kommt ja. Ja, ich weiß, da sind so ein paar gespenstische Personen draußen, die da immer wieder mit irgendwelchen dunklen Andeutungen kommen. Aber wenn du dir die anguckst, so wirklich sympathisch und sachkundig wirken die doch nicht, oder? Also von denen würde ich, um mal bei Richard Nixon zu bleiben, kein gebrauchtes Auto kaufen. Ja, das hatte ich auch nicht vor. Okay, aber unabhängig davon, jetzt ist ja das Wort schon gefallen, Sammelklage. Mhm. Warum kann man das nicht aus Deutschland heraus machen? Wir haben dieses Instrument leider nicht. Selbst die EU hat wohl schon seit längerem, ich bin da mit einem Kollegen gut befreundet, das ist der Kollege Dr. Martin Weimann, das ist hier bei uns der Experte für kollektiven Rechtsschutz, das ist Sammelklagen. Selbst die EU hat seit längerem immer wieder gefordert, ihr braucht sowas in Deutschland. Aber hier hat die Truppe, ich hätte fast gesagt, die Corona um die Industrie
die Lobbyisten um die Industrieverbände, die haben das bisher verhindert und haben uns mit einem Feigenblatt-Ding bedient, das nennt sich Musterfeststellungsklage. Manche Menschen glauben, das sei eine Sammelklage, weil eben diese Interessenvertreter versucht haben, die Bevölkerung glauben zu machen, das sei eine. Das ist aber eine Quatschklage, die gar nichts bringt, wie gerade auch die VW-Prozesse gezeigt haben. Die Musterfeststellungsklage führt nur dazu, dass man feststellen lassen kann, dass irgendeine Handlung schädigend war und auch pflichtwidrig war. Aber dann muss trotzdem noch jeder Einzelne seine Ansprüche durchsetzen. Also das bringt null. Das angloamerikanische Rechtssystem ist da ungefähr um Lichtjahre weiter als wir, die wir hier in der Steinzeit stecken, wenn es darum geht. Und zwar hat das folgenden Hintergrund. Ich habe in den Prozessen, die meine Kollegen und ich geführt haben, auch der eben erwähnte Kollege Dr. Weimann hat diese Erfahrung gemacht. Andere Namen sind bekannt, also Justus Hoffmann oder meine Kollegen hier, Katrin Behn, Tobias Weisenborn, also Professor Schwab, der uns begleitet. Wir alle haben die Erfahrung gemacht, dass in Fällen mit sogenanntem strukturellem Ungleichgewicht die Justiz nicht mehr richtig funktioniert. Also wenn du eine Scheidung haben willst oder wenn du eine Mietsache irgendwie gerichtlich geklärt haben willst, das ist kein Problem. In dem Moment, wo, und das ist ja unsere eigentliche Arbeit immer gewesen, dieser Kanzlei, wir haben immer Verbraucher gegen übermächtige Gegner vertreten. In dem Moment, wo du einen Verbraucher oder ein kleines oder mittleres Unternehmen gegen einen betrügerischen Konzern vertrittst, wie Deutsche Bank, VW oder auch Kühne und Nagel, ist nicht immer, aber sehr häufig zu beobachten, dass die Richterschaft voreingenommen ist, beeinflusst ist von der Politik durch Sprüche wie Systemrelevanz der Deutschen Bank, dann ist die Systemrelevanz plötzlich wichtiger als rechtsstaatliche Überlegungen. Vor dem Gesetz sollen ja alle Menschen gleich sein, auch Konzerne gleich sein. Oder VW, den brauchst du hier in Niedersachsen nicht zu verklagen, weil der Richter, der entscheidet, muss dann gegen seinen eigenen Arbeitgeber entscheiden, weil dieser eigene Arbeitgeber 20% der Aktien hat. Also das hat eine Wirkung. Und vor diesem Hintergrund haben wir gesagt, wir machen es auch hier in Deutschland, bloß wir haben keine Sammelklagen. Unser Beweisrecht ist im Vergleich in der Praxis komplett untauglich im Vergleich mit dem amerikanischen. Also gucken wir uns an, was die können. Genau, also jetzt haben wir ja auch schon Erfahrung quasi gesammelt, ne? Vielleicht kannst du das mal ganz kurz erläutern. Ich meine, bei VW liegen ja die Ergebnisse mehr oder weniger auf dem Tisch. Ne? Mhm. Wie wurde ein amerikanischer Kunde von VW entschädigt wie ein Deutscher? Ah, das kann ich dir sogar ziemlich einfach erläutern, weil einer unserer Nachbarn auf der Ranch hatte einen VW, den fand er auch sehr gut, der fuhr ja auch sehr gut. Das Defective an dem Produkt, Defective Product, war ja auch nicht das Auto, sondern das war die Abschaltvorrichtung. Also dieser Betrugsmechanismus, mit dem man der Öffentlichkeit versucht hat zu verkaufen, dass dieses Auto den Abgasbestimmungen entspricht. Tat es aber nur auf dem Prüfstand, weil da die entsprechenden Messeinheiten abgeschaltet waren. Also stümperhafter und dreister geht's kaum. Das hat hier in Deutschland zu gar nichts geführt, sondern aus den eben erwähnten Gründen wurde VW durchgewunken, der rote Teppich wurde ausgerollt, Deutsche Bank genauso. Beide Konzerne sind aber in den USA, und zwar insbesondere in Kalifornien, dafür massivst in die Haftung genommen worden. Beide mussten zweistellige Milliardenbeträge bezahlen. Warum? Na, weil es da Sammelklagen gibt und weil es da ein richtig gut funktionierendes Beweisrecht gibt. Aus einem deiner bisherigen Interviews, nur um diese Unterschiede noch mal ein bisschen rauszukehren, fiel ja auch mal so das Wort mit dieser Deutschland-AG. Willst du uns das mal beschreiben? Ja, das ist in dem Zusammenhang wahrscheinlich ein ganz richtiger Hinweis. Inzwischen müssen wir davon ausgehen, dass es nicht bloß die Deutschland-AG ist, sondern es eine World-AG gibt. Aber Deutschland war immer dafür bekannt, daher auch der Begriff Germany Inc., übersetzt ins Deutsche Deutschland-AG, dass Politik, Industrie und leider eben auch Teile der Justiz miteinander so verflochten sind, dass immer dann, wenn es um wichtige Exportinteressen des Landes geht, wir sind ja ein Exportland, dass immer dann hier eine Art monolithischer Block existiert, der verhindert, dass die Leute, die aus dieser Szene heraus, insbesondere von den Konzernen her, Deutsche Bank, VW, Kühne und Nagel, die nun dreistestens betrügen,
dass die dafür zur Verantwortung gezogen werden. Da stehen Politik und die Konzerne und Teile, wohlgemerkt nur Teile der Justiz, dann sozusagen in einer Front und verhindern den Zugriff. Peinlich wird es dann, wenn genau das, was hier vorgeworfen wird, zum Beispiel die nicht mehr aufzählbaren betrügerischen Machenschaften der Deutschen Bank und der Dieselbetrug von VW in den USA aufgedeckt wird im Rahmen solcher Klagen, im Rahmen solcher Beweisaufnahmen vor allem, und dann letzten Endes die Deutschland AG, die Politik und die Justiz auch sehr dumm aussieht. Ja gut, das ist natürlich schon harter Tobak. Ja? Aber für den End-VW-Kunden USA, der ist voll entschädigt worden? Ach ja, das habe ich vergessen zu sagen. Unser Nachbar, einer der Nachbarn, sagte, hey, das Auto war klasse. Als ich das erfahren habe, habe ich mich an einen Anwalt gewendet. Und der Anwalt hat gesagt, hier, gib mir die Karre, ich übergebe das Auto, ich biete es VW an, du kriegst dein Geld zurück. Und genau so geschah es. Voll das Geld zurück. So, und auf unserer Seite? Auf unserer Seite hast du, windelweiche Entscheidungen, irgendwann ging es nicht mehr anders, da musste auch der 6. Senat des BGH, das ist der, der für Haftungssachen zuständig ist, also für unerlaubte Handlungen, darum geht es hier, Betrug, ne? Hier geht es sogar um vorsätzlich sittenwidrige Schädigung, hat er immerhin selber dann auch zugestanden, irgendwann musste auch er sagen, ja, ihr werdet entschädigt, aber die ganze Zeit über, die ihr das Auto genutzt habt, da müsst ihr euch sowas wie eine Nutzungsentschädigung anrechnen lassen. Weil, und das war sein Argument, wir haben ja hier keinen Strafschadensersatz in Deutschland. Okay. Schwachsinniger geht's nicht. Strafschadensersatz ist was komplett anderes. Auf jeden Fall, der ist mit ein paar Almosen abgefüttert worden, ja, musste trotzdem darum kämpfen und der so andere hat es relativ leicht und ist komplett beschädigt worden. Genau so kann man es formulieren. Glaubst du, dass bei dieser Class Action, bei dieser Sammelklage, die ihr ja gemeinsam organisieren wollt, beziehungsweise dran seid, ja, ihr seid dran, dass die zu ähnlich krassen Unterschieden führt? Nein, das ist anders. Okay. Das, was hier passiert, ist sowieso anders. Das hat es noch nie gegeben. Und das, was hier als juristische Antwort darauf formuliert wird von den Kollegen, die hier jetzt wohlgemerkt weltweit zusammenarbeiten, und da sind wirkliche Schwergewichte darunter. Bobby Kennedy ist bekannt dafür, dass er sehr erfolgreich mit seiner Children's Health Defense gegen alles Mögliche aus dem medizinischen Bereich vorgegangen ist. Rocco Galati ist ein äußerst erfolgreicher kanadischer Anwalt. Das wird anders, denn wir glauben noch nicht mal, ich persönlich glaube nicht mal, dass die Klagen über Jahre oder so durchgezogen werden müssen, sondern wir glauben, dass wenn die Klagen in Gang kommen und die Beweisaufnahmen beginnen, die ersten Zeugen gehört werden, schon klar sein wird, wo die Reise hingeht. Okay. Das kann die Politik nicht überleben. Und das ist der Wert der Vorarbeit in dem Untersuchungsausschuss? Ich glaube, dass es da sehr, sehr, sehr massiv drauf ankommen wird, weil all das, was wir im Rahmen des Untersuchungsausschusses erfahren haben, insbesondere was den PCR-Test angeht, das war dann die Juristen würden formulieren, ein konkreter Wissensvorsprung, den wir hier in dem Ausschuss und jetzt eben auch in Deutschland insgesamt haben. Die Kollegen sehen das ja inzwischen alle so, Ralf Ludwig, Markus Heinz, die wissen, das ist der Baustein. Wenn wir den weghauen, bricht das ganze verdammte Kartenhaus zusammen. Das mussten die anderen in den anderen Ländern erstmal verstehen, aber es ist richtig, was du sagst, das haben wir nur durch die Arbeit des Ausschusses festgestellt. Sehr schön. Jetzt wollen wir mal an die Wurzel gehen, ne, dieses ganzen Problems. Ne? Mhm. Sowas nennt man radikal, radix die Wurzel. Ne? Mhm. Wo ist denn die Wurzel des ganzen Übels? Ist es dieser PCR-Test? Das ist dieser PCR-Test. Ich hatte ja vorhin gesagt, wir haben uns mit 3 oder 4 Fragen beschäftigt in dem Corona-Ausschuss. Wie gefährlich ist das Virus? Wie gefährlich oder wie schwerwiegend sind die Folgen der Anti-Corona-Maßnahmen? Und was ist mit dem PCR-Test? Denn das war ja immer klar, der PCR-Test, das ist der Gradmesser, der sagt uns, wie viele Infizierte es gibt. Was ist da also los? So, nachdem wir dann feststellen konnten, das sagt jetzt auch die Weltgesundheitsorganisation, wie gesagt, im Anschluss an John Ioannidis, nicht gefährlicher als das Grippevirus, was immer da draußen rumflattert, vielleicht ist es eine Grippe mit ein bisschen mehr Corona-Anteil, es liegt die Mortalität bei 0,14%. Gleichzeitig sehen wir, dass die Schäden demjenigen oder dass die Schäden einem dritten Weltkrieg entsprechen, sagte ein Pfarrer irgendwo, dass seine Predigt ist, glaube ich, sogar im Netz zu sehen gewesen. So, nachdem also nun klar ist, dass die Gefährlichkeit des Virus demjenigen der Grippe entspricht und dass die Schäden
mörderisch sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Deswegen sprechen wir auch, nicht nur ich, sondern alle Kollegen von Crimes Against Humanity, von Verbrechen gegen die Menschlichkeit. War das Wichtigste, was wir noch angucken mussten und die ganze Zeit schon angeguckt hatten, waren die PCR-Tests. Und dazu muss man zwei Dinge auseinanderhalten. Zum einen, dass Professor Drosten, ob er nun Professor und oder Doktor ist, ist noch eine weitere Frage, die in diesem Zusammenhang plötzlich beleuchtet werden musste. Aber dass Herr Drosten, so sagen wir es mal, bevor er mit Hilfe der Weltgesundheitsorganisation und des Veterinärs Professor Wieler, RKI, die Pandemie verkündete und die Lockdowns veranlasste, bevor er das tat, im Mai 2019 auf einem, wahrscheinlich nicht das erste Mal, aber das haben wir eben im Netz gesehen, ist da glaube ich immer noch abrufbar, auf einem CDU Global Health Congress aufgetreten ist. Da waren also Angela Merkel und Jens Spahn, die erwartet man da auch. Alle die CDU-Granden, die man da erwartet, waren ja auch da im Mai 2019. Aber wer war noch da? Herr Drosten, Herr Wieler, Tedros von der WHO, da denken sie auch alle, Dr. Tedros, das wird ja wohl ein Mediziner sein, nö. Der ist Philosoph. Und es waren die beiden Cheflobbyisten der größten Gesundheitsfonds der Welt, nämlich der Bill und Melinda Gates Stiftung und des Wellcome Trust. Die waren auch da. Genau die Truppe, die dann ein knappes Jahr später die Pandemie ausrief und den Lockdown veranlasste. Die Politiker veranlasste, den Lockdown auszurufen. Die Politiker, die aber da schon lobbyiert worden waren, und zwar nicht zum ersten Mal, sondern bei den Gesamtveranstaltungen des privaten World Economic, also Weltwirtschaftsforums und vergleichbarer World Monetary Fund, alles private Institutionen, da sind die auch schon lobbyiert worden. Da muss ich dir vorstellen, die Politiker, die finden das natürlich super geil, wenn sie neben, was weiß ich, Joe Ackermann von der Deutschen Bank, mächtige Person, neben Bill Gates stehen dürfen und ein bisschen Champagner trinken dürfen. Da wird plötzlich aus Nullnummern, sind nicht alle Nullnummern, aber viele weiß man, ne? Sieht man ja, da wird plötzlich aus Nullnummern irgendwas, was sich ganz toll fühlt. Sodass hier also, um es mal auf der oberen Ebene zu lassen, ein massiver Lobbyismus sehr erfolgreich war. Jetzt verstehe ich auch den Vergleich mit der Welt AG, den du vorher gemacht hast. Ja. Ja. Okay. Gut. So, also vielleicht das Medizinische wollen wir gar nicht so ganz weit auslatschen. Ein bisschen muss man so ansprechen. Wirklich nur im Brockern, weil wir hatten ja auch den Bhakti und wir haben andere schon interviewt, die das auch weitgehend schon dargestellt haben. Mhm. Aber ich sage jetzt mal, es geht jetzt um eine Argumentation. Ihr macht eine Schadenersatzklage. Argument 1 ist der PCR. Na, ganz kurz zusammengefasst, sagt was aus oder nichts aus? Der PCR-Test soll, so sagen es Drosti, so sagt es Wieler, Drosten, Wieler und auch die WHO bisher, jetzt gibt es neue Tendenzen, soll angeblich präzise, hundertprozentig genau aussagen, ob jemand infiziert ist oder nicht. Das heißt, ein Positivtest soll uns genau sagen, dieser Mensch ist infiziert und gefährlich. Das ist eine falsche Tatsachenbehauptung. Die kommt von Drosten. Die hat er erstmals in seinem Paper vom 23.01. diesen Jahres aufgestellt. Wissenschaftlich ziemlich stümperhaft, sagen uns die Experten, die wir dazu gehört haben. Seltsamerweise ist aber von der WHO akzeptiert worden und dann weltweit dieser Test empfohlen worden. Er sagt in dem Test, damit können wir mit dem PCR-Test können wir Infektionen feststellen. Was ist die Wahrheit? Ein PCR-Test kann gar nichts über eine Infektion aussagen. Der Erfinder des PCR-Tests, Carey Mullis, der dafür einen Nobelpreis in 93 bekommen hat, hat es immer wieder betont. Ich habe mir all seine Videos angeguckt. Der PCR-Test erkennt einfach nur mit dem Swab etwas, was für das menschliche Auge unsichtbar ist, wird vergrößert. Und zwar in Zyklen. 2, 4, 8 und so weiter. Und die einhellige Meinung inzwischen ist, die einhellige wissenschaftliche Meinung ist, alles über 35 Zyklen ist unwissenschaftlich, unbrauchbar, Schrott. Das Gesundheitsamt Frankfurt sagt, wir ignorieren alles, was mit über 25 Zyklen vergrößert wurde. Der Drosten-Test ist auf 45 eingestellt. Im Übrigen soll man eigentlich mehr als nur eine einzige Gensequenz sich angucken. Hier wurden, also die Thailänder zum Beispiel machen 6, wenn ich mich recht entsinne, und ein chinesisches Papier spricht von 3 Sequenzen. Damit kann man zumindest
die False Positives ein bisschen reduzieren. Aber das Einzige, was der PCR-Test erkennt, ist diese Sequenz eines Moleküls und der PCR-Test kann nicht unterscheiden zwischen totem und lebendem Material. Also wenn du sowas hast und das Ding schlägt positiv an, Dr. Jeden spricht von 94% False Positives, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass das Ding einfach nur einen übrig gebliebenen Trümmer des Abwehrkampfes des menschlichen Immunabwehrsystems gegen irgendeine Erkältung oder irgendeine harmlose Grippe sieht. Okay, jetzt bin ich da ganz blauäugig. Ich würde sagen, wenn das wirklich stimmt, dass Rotwein und Papayas positiv getestet worden sind, dann müssten das ja infizierte Superspreader sein. Da müsste ich Rotwein und Papayas verbieten. Mhm. Ja? Es ist ja an Lächerlichkeit nicht mehr zu überbieten. Ja. Oder stimmen diese Geschichten nicht? Diese Geschichten stimmen. Das ist der Präsident von Tansania. Der ist, glaube ich, promovierter Chemiker sogar. Der hat um der Welt so ein bisschen auch die Lächerlichkeit dieses Vorgehens vorzuführen. Als Chemiker weiß er ja, wie so ein PCR-Test funktioniert. Hat er offenbar Versuche in seinen Laboren unternehmen lassen und hat seinen Laboren dann Proben, PCR-Testproben von, ich meine, Ziegen und Schafen und Papaya. Rotwein ist neu, deswegen habe ich den Rotwein dazu genommen. Ja, das habe ich auch gerade gelesen. Ja. Und Motoröl. Motoröl testete nicht positiv, aber alles. Und dann hat er da Namen, hier Elisabeth, 32 Jahre alt und so weiter, dran geschrieben, sodass seine Labore nicht wussten, dass es in Wahrheit ein Fake ist. Und die kamen alle positiv zurück. Also, okay. Ich sage es mal, das letzte Urteil ist noch nicht da, deswegen geht man ja vor Gericht. Mhm. Aber es deutet alles darauf hin, dass dieser positive PCR-Test eigentlich null Aussage hat. So ist es. Ja. Wozu dient er also? Mike Jeden sagt es, sofort aufhören mit dem Testen. Und wie gesagt, das ist ein Schwergewicht. Ne? Mhm. Sofort aufhören mit dem Testen, weil das Einzige, was mit diesem Test erreicht wird und wohl auch erreicht werden soll, ist Panik auszulösen. Okay. Wenn der keine Aussage hat, müssten wir eigentlich gar keine Panik und keine Konsequenzen haben. Jetzt wurden aber Konsequenzen aufgrund dessen ausgelöst. Genau. Lockdown. Genau. Maskenpflicht. Wirtschaftliche Probleme. Einschränkung der Grundrechte. Hm. So. Ist die Liste vollständig oder fehlt noch was? Da fehlt sicherlich noch ganz viel. Also hier sind Menschen getötet worden, hier sind Menschen schwer verletzt worden, gesundheitlich schwer angeschlagen und natürlich gibt es eine Schneise der Verwüstung, was die wirtschaftlichen Folgen angeht. Ist ja logisch, dass zum Beispiel die Gastronomie, zum Beispiel die Hotellerie, die dicht gemacht wird, das nur eine begrenzte Zeit überleben kann. Ja, also das ist die Ursache. Die PCR-Tests waren die Begründung dafür, die Positivtests waren die Begründung dafür, oh, Hilfe, alles ist ganz furchtbar, wir haben ganz viele Infizierte. Dafür, dass man gesagt hat, um die Infektion einzuschränken, müssen wir einen Lockdown machen, müssen wir Masken tragen und so weiter. Zeigt sich also, dass der PCR-Test ein Idiotentest ist, wie ich ein paar Mal schon gesagt habe, in diesem Zusammenhang, sonst ist er toll. Dann ist Schluss. Dann ist die Basis für all diese Maßnahmen weg. Und zwar sowohl die tatsächlich als auch natürlich die rechtliche Basis. Und sag mal, eure Hauptschlagrichtung jetzt im Prozess, ne? Die geht eben an diese Wurzel. Genau. Ne? Wenn die gewonnen ist, fällt das ganze Kartenhaus, oder? So sieht's aus, ja. Okay. Daneben gibt's natürlich noch andere Schlagrichtungen, weil die Lockdowns und alle diese Maßnahmen, die sind, wie auch immer mehr Gerichte festgestellt haben, verfassungswidrig. Nicht nur deutsche und das österreichische Verfassungsgericht haben das festgestellt. Hier gibt es einige Oberverwaltungsgerichte und Verwaltungsgerichte, die das festgestellt haben. Einige Gerichte in den USA haben das festgestellt, indem sie gesagt haben, Gouverneur, du kannst für ein paar Tage an deiner Legislative vorbeiregieren und Notfallmaßnahmen beschließen, aber doch nicht für Wochen oder gar Monate. Aber alles Ende, du musst sofort anfangen, mit dem Parlament zu reden. Aber das ist ja sowieso etwas, was mich, ich bin jetzt kein Jurist, aber völlig sprachlos macht. Ich meine, im Grundgesetz gibt es Grundrechte. Ja, da kann man nicht so einfach ran. Darunter gibt es Gesetze, die aber nur wirksam sind mit dem Zitiergebot, wenn sie Grundrechte einschränken. Mhm. Und irgendwann darunter, na, ich sage es mal, da gibt es dann Verordnungen. So, wie können eigentlich Verordnungen über Gesetze und Grundrechte gestellt werden, beziehungsweise macht sich nicht jeder irgendwo strafbar, der da mitmacht?
Das ist das, was ich gerade gesagt habe. All die Entscheidungen des Supreme Courts in Michigan, Wisconsin, Federal Courts in Pennsylvania, des Superior Court in Kalifornien, des Bundesverfassungs- oder das österreichische Verfassungsgericht, Oberverwaltungsgericht Münster und so weiter und so weiter. Alle die sagen genau das. Das geht nicht, dass hier per Verordnung, also durch die Verwaltung, durch die Regierung und die Verwaltung, die auf das Kommando der Regierung hören muss, vollständig an der Legislative vorbei solche Maßnahmen gemacht werden. Sag mal, das heißt, das ist der Parlamentsvorbehalt, den es hier geht. Das Parlament, da sitzen die Leute drin, die wir gewählt haben. Und das ist unser Kernproblem hier. Die machen nicht mehr das, was wir ihnen gesagt haben, beziehungsweise das, was in unserem Interesse ist, sondern die machen offenbar das, was jemand anders, beispielsweise die eben vorhin angesprochenen Konzerne, inzwischen aufgrund des ständigen Lobbyismus im Weltwirtschaftsfonds und anderen Einheiten, denen vorgeben. So sieht die Sache aus. Die Verbindung zwischen uns, dem Wähler, und diesen Politikern ist unterbrochen, weil da andere dazwischen grätschen. Ja, wir brauchen eine neue Politik. Ja, ich glaube, wir brauchen noch viel mehr, ne? Weil ich sage es mal, wenn ich das erkenne, dann muss ich doch davon ausgehen, dass ein Polizeipräsident das auch erkennt und dass vielleicht jemand, der eine größere Verwaltung führt, das auch erkennt. Die müssten doch alle remonstrieren oder protestieren oder Klagen gegen den Dienstherrn schreiben oder keine Ahnung. Manche tun es, aber die meisten eben nicht, weil man darf eins nicht vergessen. Dieselben Leute, die mit sehr viel Geld in die Pharma- und in die Tech-Industrie eingestiegen sind, sind ja auch in die Medien eingestiegen und kaufen durch Spenden, Zuwendungen, wie auch immer, kaufen sich deren Meinungen. Sodass sogar beim Spiegel, wie wir gehört haben, schon offiziell diskutiert wurde, ob man nicht zu einem Haltungsjournalismus wechselt. Mhm. Das hat mit Journalismus bloß nichts mehr zu tun. So, weil also die Mainstream-Medien auf dieser Linie sind, auch da bröselt's. Da gibt es Leute, die sagen, hier stimmt doch irgendwas nicht. Ich habe zwei sehr gute Freunde beim ZDF und bei der ARD, die am Anfang gesagt haben, das kann nicht sein. Inzwischen sehen die das gänzlich anders. Aber all diese Leute haben Angst, ihren Job zu verlieren. Und das ist der Grund dafür, dass die du eben auch angesprochen hast, zwar wahrscheinlich sogar überwiegend Zweifel haben, aber es nicht wagen, den Mund aufzumachen. Es gibt ja ein paar, ne? Polizisten und so weiter, und da siehst du, was passiert. Da hast du mir sozusagen die Antwort auf meine Anschlussfrage schon fast vorweggenommen. Die Leute werden halt auch fehlinformiert durch den Mainstream. Absolut. Ja, und daraus erklärt sich dann eine gewisse Handlung. Also diese Medienmacht des Mainstreams, das wird ja geringer, weil immer mehr Leute, heute Morgen der eben angesprochene Nachbar, den ich beim Joggen getroffen habe, sagt, von uns guckt keiner mehr Mainstreams, das macht uns nur noch wahnsinnig und rasend. Die holen sich ihre Informationen woanders. Also das wird eine faktische Entmachtung dieser Medien, wird kommen, wie auch der Politik. Okay, das ist jetzt die Zeit für den Werbeblock. Mainstream, ihr müsst bezahlen, bekommt eben die Information. Bei uns bekommt ihr diese Information. Wir werden nicht bezahlt, aber ihr dürft abonnieren, ihr dürft die Glocke einstellen und ihr dürft auch gerne was spenden. Ja, so, danke. Jetzt gehen wir auf die Klage selbst. Mhm. Die Klage richtet sich konkret gegen wen? Also es ist nicht eine Klage, sondern es werden sehr, sehr viele Klagen gerade geschrieben und, wenn sie dann fertig sind, in die Gerichte gebracht. Nicht nur hier in Deutschland, sondern natürlich auch in den USA und Kanada, weil das sind die beiden angloamerikanischen Länder, die diese Class Action haben. Ja. Erfunden wurde sie in England, da gibt es sie aber nicht mehr, vor ein paar hundert Jahren. Ich glaube, es könnte sein, dass sie auch in Australien gibt, also da wird das auch gemacht. Der Gegner, der da verklagt wird, also der Beklagte, das sind die Leute, die diese falschen Tatsachenbehauptungen aufgestellt haben. Weil die sind am leichtesten zu packen. Das sind zwar höchstwahrscheinlich nur Marionetten für Leute, die hinter ihnen die Fäden ziehen, allerdings gut bezahlte Marionetten. Aber das sind die, die wir leicht packen können, weil das sind die, die gesagt haben, mit den PCR-Tests können wir genau feststellen, wie viele Infektionen es gibt. Das war nur eine Lüge. Das heißt, die sind verantwortlich für all das, was danach gekommen ist. Die haben ja sogar der Politik ausdrücklich empfohlen, auch wenn Herr Drosten das inzwischen bestreitet, aber er hat ja tonnenweise Spuren in seinen Podcasts hinterlassen. Die haben ja sogar ausdrückliche Empfehlungen erteilt. Aber selbst wenn sie es nicht getan hätten, sie wussten, dass das, was sie sagen, zu den Lockdowns und zu den anderen Maßnahmen führt. Die sind so oder so dran.
Die werden wir weltweit verklagen mit immer neuen Klagen. Das Wichtigste wird sein, dass eine dieser Klagen oder mehrere dieser Klagen in den USA oder in Kanada erhoben werden. Da beginnt man jetzt damit, weil das hat ein bisschen länger gedauert, bis ich das mit dem PCR-Test den Leuten klar, den Kollegen vernünftig übermitteln konnte. Der Vorteil ist folgender. Ach so, wie funktioniert das? Ein Deutscher kann nicht in die USA gehen und sagen, hier, mein Justizsystem haut nicht hin, ich mache das jetzt hier. Das geht nicht. Mhm. Aber was man machen kann, ist, ein amerikanisches Unternehmen oder ein kanadisches Unternehmen klagt auf Schadensersatz wegen der Drosten-Test-induzierten Lockdowns. Das ist wichtig. Das war der Drosten-Test. Dieser, wie ich eben gesagt habe, Idiotentest, der also so beschissen eingestellt war, dass er nur False Positives produzieren konnte, eben sollte, ne? Der ist derjenige, der zuerst weltweit vermarktet wurde. Herr Drosten hat ihn erfunden und sein Geschäftspartner, so darf man inzwischen wohl sagen, Olfert Land von der Firma Tipmol Biol, einem der größten PCR-Testhersteller, hat es produziert. Das waren die Tests, die überall auf der Welt als erstes eingesetzt wurden. Auch, zum Beispiel auch in Namibia. Sehr gute Kontakte zu den Kollegen da. Auch aber in den USA und in Kanada. Und wenn ich ein defektes Produkt, ich hatte ja vorhin VW gesagt, ne, ist ja nicht wirklich kaputt, das Auto, aber es entspricht eben nicht den Abgasvorschriften. Die Zusicherung, das Auto entspricht den Abgasvorschriften, ist also falsch gewesen. Defektes Produkt. Hier dieser PCR-Test. Eigentlich ist der PCR-Test super, aber das, was Drosten draus gemacht hat, nämlich dieser PCR-Test kann Infektionen feststellen, macht es zu einem defekten Produkt, weil das kann er eben nicht. Und dadurch, dass dieser Test auch in den USA und in Kanada vermarktet wurde, haben wir die sachliche Zuständigkeit der Gerichtsbarkeit in den USA und in Kanada. Das heißt, ich kann diese Leute, die diese Behauptung aufgestellt haben, in den USA und in Kanada verklagen. Und derjenige, der das tut, der wird dann dem Gericht sagen, Moment, ich bin übrigens nicht der Einzige, sondern hinter mir sind noch ein paar Tausend, vielleicht sogar ein paar Millionen. Und ich habe die Idee, dass das zu einer Class Action gemacht werden sollte. Richter, bitte beschließe die Zulassung dieser Klage, die Fortsetzung dieser Klage als Class Action Suit. Und wenn er das macht, weil er sagt, macht ja keinen Sinn, immer den gleichen Sachverhalt, also immer dieselbe Frage, kann der PCR-Test Infektionen feststellen oder nicht, dauernd neu durchzuprozessieren, es ist zu teuer, dauert zu lange, dann sagt er, nee, ich lasse das als Class Action laufen. Und dann wird damit weltweit jeder, der darüber wird weltweit jeder, der durch die Drosten-PCR-Test induzierten Lockdowns geschädigt wurden, alle anderen Tests sind ja eigentlich dieser Blaupause entnommen danach, jeder kann sich da einklinken und sagen, ich mache mit. Also das heißt, wenn es einmal feststellt und das Class Action geöffnet wird, dann können sich auch Deutsche, auch jeder, Chinesen oder wer auch immer dort dranhängen. So, ja, ist es. Ich sage das deshalb so klar, es ist ganz neu, sowas hat es noch nicht gegeben, aber die Situation hat es ja auch noch nicht gegeben. Aber ich habe mal jemanden im Rahmen, eine Deutsche, im Rahmen einer Sammelklage betreffend Silikonbrustimplantate vertreten. Die Klage lief in den USA. Es wurde festgestellt, dass diese defekten Produkte, der haben damals der Firma Dow Corning, großer Chemiehersteller, dass diese defekten Produkte weltweit vermarktet wurden, sodass der Richter in Michigan gesagt hat, das ist als Sammelklage zugelassen. Das wurde weltweit verbreitet über die Mainstream-Medien, sodass jeder informiert war und die Gelegenheit hatte, sich zu entscheiden, ich mache mit oder ich mache nicht mit. Meine Mandantin hat sich entschlossen, mitzumachen. Das muss man nicht, sondern man kann auch einfach seine ganz eigene Klage führen. Deswegen werden wir auch hier in Deutschland für individuelle Leute eigene Klagen führen. Muss man da mitmachen, bevor die Entscheidung fällt? Oder kann man sich später auch noch reinhängen? Nach der Entscheidung geht nicht. Also wenn das Gericht sagt, wir lassen das als Class Action laufen, dann wird es eben weltweit alle, die in gleicher Weise betroffen sind, aber informieren und ihnen die Gelegenheit geben, einzusteigen. Wer einsteigt, ist Mitglied der Class. Class heißt Gruppe, Action heißt Klage. Okay. Wer nicht einsteigt, ist nicht Mitglied der Gruppe. Also wie müssen wir das vorstellen? Irgendwann ist jetzt der Punkt, wo ihr sagt, wir sind soweit, wir leiten die Klage ein. Mhm. Dann wird der Richter befragt, lassen wir das als Sammelklage zu, als Class Action. So, und gibt es dann noch eine Frist, wo die Leute beisteigen können? Der Richter wird dann mit der Veröffentlichung, mit der weltweiten Veröffentlichung sagen, so, ihr habt jetzt, keine Ahnung, 6 Monate oder so Zeit, eure Ansprüche in diese Class einzubringen. Und wer dann drin ist, wer dann gelistet ist, rechtzeitig in diesem
Zeitfenster einsteigt, der wird dann mit dem Muster, es wird ja nur eine Klage geben. Und zwar eine repräsentative Klage eines in typischer Weise Geschädigten. Gewinnt der, gewinnen alle anderen auch. Und diejenigen, die teilnehmen, müssen ja auch einen gewissen Obolus bezahlen und der wiederum ermächtigt, ich sage es mal, diese gesamte Klage, auch die entsprechenden Kosten für Gutachten und so weiter, alles das zu tragen? Also diese Klage wird extrem teuer werden, aber das Geld wird da sein. Ich habe es mit Bobby Kennedy besprochen, Rocco Galati besprochen, das Geld wird da sein. Es gibt genügend Menschen und Unternehmen, die Geld spenden wollen. Das, was wir hier in Deutschland machen, das Geld, was wir benutzen, um überhaupt die Bearbeitung machen zu können. Es muss ja auch jemand dafür bezahlt werden, dass er die ganze EDV macht, dass er die Mandantenberatung macht, dass er sozusagen die ganze Infrastruktur macht. Dieses Geld, das würde nie ausreichen. Nie. Das wird einfach zu teuer. Aber wenn die Klage läuft, dann wird keiner, der da einsteigt, noch zusätzlich irgendwas bezahlen müssen. Es wird höchstens von den Kollegen, die in den USA oder in Kanada das Ganze dann tatsächlich bearbeiten, also die mündlichen Verhandlungen machen und so weiter, die werden wahrscheinlich 10, 20, 30 oder so, mehr wird es nicht sein, aber Prozent als Erfolgshonorar verlangen. Das kostet sonst nichts. Ne? Okay. Im Erfolg muss eben, wenn einer 50.000 einklagt und die kriegt er dann auch, dann müssen eben 10, 20 oder 30 Prozent an den amerikanischen, die amerikanischen oder die kanadischen Kollegen, weil es ist ja nicht einer, abgelöst dann werden. Dann nehmen wir mal ganz kurz den Kreis der Geschädigten. Ne? Mhm. Ich sage jetzt mal, das sind wie viele Erdeinwohner? Okay, vergessen wir das. Ja. Also, aber was ich rausgehört habe, gerade Gewerbetreibende, die ihre Verluste klar beziffern können, sind natürlich im Fokus. Ja, deshalb einfach nur deshalb, weil es schneller geht. Weil es, natürlich hat jeder Schadensersatzansprüche, auch der gesundheitliche oder andere Schäden erlitten hat, Schmerzensgeld. Aber Schmerzensgeld ist in Deutschland schwierig, in den USA umso besser. Deswegen haben wir gesagt, wir fangen mit denen an, die ihre Schäden klar beziffern können. Es kann sein, dass gleichzeitig in den USA schon Leute loslegen. Zum Beispiel haben wir da ein 5-jähriges Kind, das als Klägerin in Betracht kommt. Die ist false positive getestet worden mit allen negativen Konsequenzen, durfte nicht zur Schule, durfte ihre Omi nicht besuchen und so weiter. Kann sein, dass das einer der anderen Fälle ist. Aber leichter sind die Unternehmer, die ihre Schäden, Verdienstausfälle, will ich mal sagen, Gewinnverluste beziffern können, indem sie gucken, was habe ich im März bis Juni 2019 und was habe ich jetzt verdient. Ich bin ja auch aus dem Finanzwesen und weiß, Schmerzensgeld in Deutschland ist so wischiwaschi. Ne? Da ist in Amerika eine ganz andere Hausnummer. Ne? Ja. Sag mal, welche Summen werden da eingeklagt? Wer kann denn das bezahlen? Auf den ersten Blick werden nur die tatsächlich entstandenen Schäden eingeklagt. Also, wenn wir bei einem Kläger bleiben, sagen wir mal ein Restaurantbesitzer, der im Laufe von 3 Monaten, ich glaube, so ungefähr ist das sogar die Summe, ich habe einen ersten Prozess beobachtet, der hier in Hannover lief im Juni, da ging es, glaube ich, um 50.000 Euro, die er an Verlust eingeklagt hat. Das ist das, plus das der anderen Millionen oder noch mehr Leute, die in gleicher Weise geschädigt wurden. Aber wir bleiben jetzt mal bei dem einen, 50.000. Dieser Betrag wird eingeklagt. Jetzt kommt eine Besonderheit hinzu. Hier geht es um Vorsatz. Hier geht es um absichtliche Schadenszufügung. Deswegen hatte ich vorhin gesagt, das sind vorsätzlich falsche Tatsachenbehauptungen, die hier in einem Konzert von verschiedenen Meinungsmachern in die Bevölkerung, in die Welt gepusht wurden, um Fragen zu ersticken und um die Bevölkerung dazu zu bringen, alles mitzumachen, was man mit ihr macht. Vorsätzliche Schädigungen führen in den USA und in Kanada zu Strafschadensersatz. Das ist die Möglichkeit, die hast du eben angesprochen, das ist diese immer wieder ein bisschen falsch kolportierte McDonald's heißer Kaffee-Geschichte. Es gibt viele solche Stories, die immer nur so einen Teil Wahrheit enthalten, aber im Kern ist es trotzdem richtig. Im Kern ist es so, dass wenn man feststellt, dass ein großes Unternehmen absichtlich Schaden zugefügt hat, man zusätzlich zum Ersatz des eigentlich entstandenen Schadens, das wären hier bei dem eben angesprochenen Beispiel 50.000, nochmal ein Vielfaches an Strafschadensersatz ausurteilt. Das ist Punitive Damages. Das bedeutet, es hat natürlich auch strafrechtlichen Charakter. Das bedeutet, dass man das Unternehmen, das wohlgemerkt vorsätzlich,
nicht aus Versehen. Die meisten Straßenverkehrsunfälle, das sind Fahrlässigkeitssachen, das ist aus Versehen. Aber das Unternehmen, das vorsätzlich solche Schäden verursacht hat, das wird zusätzlich noch mit Strafschadensersatz in 4-, 5- bis zu 21-facher Höhe, hat es schon gegeben, zusätzlich 21 mal 50.000 plus die 50.000 bestraft, weil man verhindern will, dass sowas nochmal passiert. Okay, das ist ja nicht nur den Schaden wieder gut macht, sondern auch tatsächlich darüber hinaus. Abschreckungseffekt. Abschreckungseffekt. Mach das bloß nie wieder. Und in manchen Fällen, du wirst es sowieso nie wieder machen, weil das hier kannst du schon nicht bezahlen. Aber Rainer, ich stelle mir jetzt gigantische Summen vor. Ja, ist wohl so. Wenn ihr Erfolg habt, ne, könnte das, aber das kann doch der Herr Drosten gar nicht bezahlen. Nein, das wissen wir. Es werden ja nicht nur Herr Drosten und Herr Wieler verklagt, sondern es werden auch viele, viele andere verklagt werden. So wie es aussieht, werden wir in den USA auch tatsächlich politische Institutionen in Anspruch nehmen und in Kanada ebenfalls. Weil natürlich sind das diejenigen, die am Ende bezahlen müssen. Die Politik mit Hilfe des Steuerzahlers, aber ich hatte eben nicht umsonst den Strafschadensersatz erwähnt, denn der ist so hoch, dass auch pharmazeutische und Tech-Unternehmen, die ja, wie wir ja alle wissen, über sehr viel Geld verfügen, damit erleichtert werden können. Und dass wenigstens ein Teil des gigantomanischen Schadens, der hier entstanden ist, von dem Steuerzahler entstehen wird, weil der wird als erster bezahlen müssen, vermutlich mit gedrucktem Geld, wie wir ja nun wissen, aber dann ein großer Teil wird dann wieder reinkommen. Genau, da zielt nämlich meine Frage hin. Weil es konnte ja nur so weit kommen, indem eine willfährige Medien, willfährige Politik und noch viele andere mitgemacht haben. Mhm. Gehen wir mal auf die Politik. Sind die überhaupt haftbar mit ihrer komischen parlamentarischen Immunität? Klar sind die haftbar. In den USA wird jetzt wahrscheinlich eine Welle von rechtlichen Verfahren, zivil- und strafrechtlichen Verfahren gegen Donald Trump losziehen. Sobald er aus dem Amt ist. Er musste schon vorher bei den Ermittlungen mitmachen, hat der Supreme Court entschieden. Da ging es einmal um die Frage, muss er zulassen, dass die Staatsanwaltschaft in Manhattan die Deutsche Bank zwingt, seine Steuerunterlagen vorzulegen. Das passiert erst, wenn man raus ist aus dem Amt. Und das ist hier auch so, es sei denn, der Bundestag beschließt die Aufhebung der Immunität. Wird er nicht machen, weil fast der ganze Bundestag mit drin hängt. Das ist aber egal, irgendwann sind die raus aus dem Amt. Und viel entscheidender ist doch Folgendes. Es hat doch einen Warneffekt. Es hat doch einen Warneffekt. Du glaubst doch nicht, dass die da sitzen und sagen, ach, das ist aber nett hier, was ich da so im Fernsehen sehe, dass hier immer mehr Zeugen das sagen, dass wir zu blöd sind, einen Eimer Wasser umzukippen, weil wir nämlich einem Herrn Drosten zugehört haben. Ich glaube nicht, dass die da so locker drüber lächeln, sondern das, glaube ich, schon wird bei dem einen oder anderen ein ungutes Gefühl verursachen, um es mal vorsichtig zu sagen. Und ob die dann noch lange sich im Amt überhaupt halten können, die Wählerschaft wird ja auch sich fragen, das ist doch sehr, sehr fraglich. Also ich glaube, das hat das Potenzial, unser komplettes politisches System in den Grundfesten zu erschüttern und vielleicht auch zu erneuern, weil ja scheinbar alle irgendwie mitmachen, habe ich zumindest das Gefühl. Alle nicht, aber viele. Ja, okay. So, jetzt für denjenigen, der sagt, ich will mich an diese Klage mit anhängen. Na, was entstehen dem für Kosten? Also wir hier in Deutschland, ich bespreche das ja quasi täglich auch mit den Kollegen im Ausland und sage denen immer, macht's so ähnlich wie wir oder genauso wie mir. Aber eins ist wichtig, ihr müsst also ich persönlich habe gesagt, fangt an mit den Unternehmern, weil die haben konkrete Zahlen, es geht schnell. Wir brauchen natürlich Namen, Adressen, Zweck des Unternehmens und genaue Zahlen, wenn es geht. Also vielleicht vom Steuerberater so ein bisschen einen Satz dazu, habe ich alles überprüft oder so. Und dann nehmen wir hier in Deutschland von den Mandanten, die wir in die Sammelklage einführen werden, wir werden einige ja auch hier außerhalb der Sammelklage klagen lassen. Nehmen wir eine Pauschale von, ich glaube, 800 plus Mehrwert. Und wenn das erfolgreich ist, am Ende 10% vom Gewinn, vom Erfolg. Also wenn einer 50 einklagt, 10% sind 5.000. Okay. Das sind, um es ganz klar zu sagen, weil ich habe ja gesehen, was hier einige sogenannte Kollegen und andere, die irgendwie glauben, nur weil sie mal einen Schäferhund hatten, der jemandem gehört hat, der Jura studiert hat, sie würden was davon verdienen. verstehen. Also
wenn ich einen Streitwert von 50.000 habe, also der Schadensersatz ist der Streitwert oder Gegenstandswert, dann guckt man in die Tabellen rein. Ich mache das nicht, das macht meine Buchführung, das machen meine Renos. Und dann sieht man genau, wie hoch nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz die Gebühr ist, die man nehmen muss und was man außerdem noch ans Gericht bezahlen. Also Gerichtskosten gibt es dafür und Anwaltskosten. Für das Ingangsetzen so einer Klage, das kann ich dir jetzt nicht genau sagen, aber über den Daumen gepeilt, 4.000, 5.000, 6.000 Euro werden es wohl sein. Verliert man es, muss man den Gegner noch bezahlen. Nächste Runde noch mehr Geld. Also mit 800 Euro für eine Klage, die sonst keine weiteren Konsequenzen mehr hat, wenn ich sie in den USA als Sammelklage führe. Ne, da kommen nicht noch weitere Kosten dazu. 800 Euro ist Pillepalle. Aber sag mal, das ist ja jetzt das Unternehmen. Du sagst zuerst die Unternehmen. Ja. Ja. Aber wenn die Class Action geöffnet ist, dann steht es ja auch allen anderen frei, die vielleicht auch Schadenersatz aufgrund einer seelischen Grausamkeit. Natürlich, das ist Schmerzensgeld. Also nur damit die Zuschauer das vielleicht auch einordnen. Stellt euch vor, ihr konntet einen sterbenden Verwandten nicht mehr besuchen. Ich weiß nicht, was das für seelische Schmerzen euch bereitet hat. Ja, so. Und wenn es euch einfach ein Bedürfnis ist, auch das irgendwie dort mit anzuhängen, ja, dann seid ihr genauso hier mit vom Boot und dann läuft dann genauso die Frist. Ja? Das ist richtig. Also da muss man auch gar nicht bei uns Mandant werden. Wenn man das dann mitkriegt, dann kann man immer noch Mandant werden, dass das Fenster auf ist. Man darf nur nicht das Zeitfenster verpassen und sagen, so, jetzt ist alles vorbei, jetzt klinke ich mich ein. Das wird nicht gehen. Aber man kann das auch über ganz andere Anwälte machen. Mhm. Das müssen gar nicht wir sein. Man kann auch direkt sich einen Anwalt in den USA suchen und sagen, hier, kannst du mich bitte schon mal vormerken, ich möchte damit einsteigen. Okay, alles ist möglich. Derjenige, der jetzt sich anhängen will, ne? Mhm. Wo kriegt der die Information, wo wendet der sich hin, wie schnell muss er sein? Also die Truppe von Anwälten, das ist ja nicht der Corona-Ausschuss. Wir im Corona-Ausschuss haben nur die Fakten versucht zu ermitteln. Und während wir das getan haben, kam mir irgendwann, ich war dann irgendwann an dem Punkt, wo ich gesagt habe, da muss ich doch als Anwalt jetzt aktiv werden. Und wir kriegten Zuschriften von Leuten, die gesagt haben, ja, was wollt ihr jetzt damit machen? Soll das ein dickes Buch werden oder wollt ihr auch ernsthaft als Juristen arbeiten? Ich war derjenige, der damit vorgeprescht ist. Die anderen wollten ja gar nicht. Viviane insbesondere hat gesagt, nee, lass uns auf das hier konzentrieren und so weiter. Daneben gibt es die Schadensersatzanwälte, die unter, wenn du jetzt konkret fragst, unter dem Link corona-schadensersatzklage.de zu finden sind. Und da habe ich mir immer mal wieder die Website angeguckt, um zu gucken, passt das alles mit den Formularen und so. Da ist der federführende Managing-Anwalt, der Kollege Marcel Templin, aber hinter ihm sind natürlich noch eine ganze Reihe Anwälte. Also da ist eine Liste von Anwälten. Da sind die ganzen Anwälte drin, da kommen immer mehr dazu. Und das, was wir da machen als corona-schadensersatzklage.de, das wird in andere Länder übernommen. Die arbeiten nicht, also die arbeiten mit uns zusammen, aber nicht, also wir nehmen da keine Gebühren oder irgendwie sowas von den Kollegen in Frankreich, Italien oder sonst wo, sondern die machen ihr ganz eigenes Spiel. Die orientieren sich einfach nur an dem, was wir machen, weil wir einen Schritt weiter sind. Gut, Frankreich und Italien, okay. Aber ich empfinde das beinahe so als Art Entwicklungshilfe, dass vielleicht auch in Ländern, die gar nicht so mit dieser Manpower ausgestattet sind, vielleicht auch ein Geländer haben, an dem sie entlang gehen können. Ist das so gemeint? So ist das gemeint, weil wir aufgrund, ich habe mal dieses eine Video gemacht, das war, ist irgendwie 50 Minuten lang, das heißt, glaube ich, Money Talks 5, Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Die englische Version ist über 10 Millionen Mal gesehen worden. Dann hat YouTube hat es dann runtergedrückt auf 1,5 und ach, dann haben sie es gelöscht. Mhm. Und wir klagen jetzt darauf, dass nicht irgendein privates, hochkorruptes Unternehmen wie YouTube, Google, hier bestimmt, wie die Meinungsfreiheit auszusehen haben, sondern wir entscheiden das. Unsere Gerichte entscheiden das. Also werden wir mal gucken, wie das läuft. Aber jedenfalls hat mich gewundert, dass das so oft gesehen wurde. Das ist ja nicht irgendein witziges Cartoon-Ding, sondern es ist lang und es ist relativ anspruchsvoll von den Fakten, die da vermittelt werden. Heißt aber ja wohl, dass offenbar eine Menge Leute weltweit großes Interesse daran hatten, sich das anzugucken und diese Fakten zu erfahren, die wir hier im Corona-Ausschuss ermittelt haben. Okay. Jetzt denke ich, dass es für viele trotzdem noch neu ist und dass es noch mehr Leute gibt, die noch überhaupt nichts davon gehört haben. Ja?
gibt es Bestrebungen, jetzt außer jetzt zum Beispiel unser Interview, bitte teilt das ordentlich, ne? So, das nochmal eine größere Glocke zu hängen, weil irgendwann ist das Zeitfenster geschlossen und wenn sich einer dann so äußert, so nach dem Motto, wenn ich gewusst hätte, dann hätte ich mich vielleicht mit angehängt. Also die größere Glocke, die bauen wir gerade. Deswegen haben wir ja diese internationale Allianz gebildet aus Anwälten, und zwar wirklich kompetenten Anwälten. Da sind Anwälte dabei, die auch schon die VW und die Deutsche Bank Sammelklagen in den USA gemacht haben und in Kanada. Das wird ja größer. Das Problem, was wir natürlich haben, ist, dass es erst dann wirklich wahrgenommen wird, wenn es in den Mainstream-Medien ist. Nun ist, glaube ich, gerade gestern oder vorgestern ist in den Fuldaer Nachrichten ist ein Interview mit mir veröffentlicht worden. Auch da versuchen so ein bisschen tendenziös dazwischen zu grätschen. Oh, große Zweifel, da gibt es zwei Professoren, die haben gesagt, es ist gar nicht so einfach. Da wäre ich nicht drauf gekommen, dass es gar nicht so einfach ist, wenn wir das nicht, ne? Das wissen wir. Aber das, was hier passiert, ist auch nicht so einfach. Also irgendwie muss man es bewältigen. Und damit, dass wir sagen, Class Action ist der beste Weg dafür, liegen wir offenbar richtig. Denn es gibt bereits eine Class Action in Kanada gegen einen kanadischen zwar nur, aber dennoch gegen einen PCR-Testhersteller. Ich hoffe, dass der ganze Prozess aufgedeckt wird, dass die Verfehlungen dann auch zur Strafe führen, dass... Es gibt nur diesen Weg. Dass es weltweit letztlich zum Erfolg führt. Ja? Und die ganze Zeit habe ich jetzt so das Gefühl, ich drücke das mal aus, das ist jetzt wirklich Globalisierung für die Bürgerrechte. Die Bürgerrechte. Diesmal keine Globalisierung der Konzernrechte, sondern diesmal geht es um eine Globalisierung von uns allen. Und auch die parteipolitische Bestrebung, die wir gerade angestoßen haben, es gab die Partei schon auch ohne uns, ohne Viviane und mich und Martin Schwab, Professor Schwab aus Bielefeld und Professor Kämmerer. Aber auch das wird globalisiert. Die Italiener machen das, die Partei, die Basis. Ne? Da geht es um Demokratie, da geht es um von unten nach oben. Und nicht das, was wir jetzt sehen, von oben nach unten. Das ist das Gegenteil von Demokratie, das ist Faschismus. Okay. Super interessant. Ich danke dir erstmal bis hierhin. Auf diesem Weg, ne, den du beschreitest, der noch zu gehen ist, ne, brauchst du natürlich viel Kraft, aber du musst doch sicher auch da und dort Rückschläge einstecken. Jetzt kann ich mir nicht dein Arbeitspensum vorstellen. Nee, das kann selbst ich mir kaum noch vorstellen. Deswegen frage ich ja. Wie kommst du zur Ruhe? Woher nimmst du Kraft? Na, was machst du zum Ausgleich, um ihr nicht völlig, wie soll ich sagen, aus der Bahn zu geraten? Ich habe eine perfekte Ehefrau. Ich habe zwei Hunde. Ich habe eine Familie, die mich umgibt und stützt. Meine Schwester, meine Mutter, und ich habe Freunde und Verwandte, die alle auf unserer Linie stehen. Plus wir haben dieses Netzwerk. Letztes Wochenende saßen wir hier in diesem Besprechungszimmer zusammen. Einige waren zugeschaltet von herausragend guten Juristen und anderen Philosophen, Wissenschaftler. Das verschafft mir die Sicherheit, die ich brauche. Denn wenn man von Das fängt eigentlich jeden Tag um 7 Uhr an, dann gehen die ersten SMS oder WhatsApp oder Telegram oder sowas Nachrichten hin und her und endet um 23 Uhr. Zwischendrin, so wie heute eben, 1, 2, 3 Interviews, entweder international auf Englisch oder jetzt hier auf Deutsch. Das ist schon kräftezehrend. Aber ich war ja mal Kunstturner und damals haben wir in der Landesmannschaft nie aufgegeben, keiner von uns, auch wenn die Hände geblutet haben, weil man musste die Mannschaft ja durchbringen, sodass auch noch, selbst wenn man halb kaputt war, das, was man noch schaffen konnte, mitgezählt hat. Und so bin ich unterwegs. Also ich habe den Rückhalt, den ich brauche und muss zwischendrin natürlich eine Runde Sport machen, muss aufpassen, dass ich keinen Mist esse und möglichst genau darauf achte, dass meine Ernährung funktioniert. Aber das tun die Kollegen ja auch alle. Ne? Das ist ja nicht so, dass ich der Einzige bin. Die Kollegin Behn, die hier massiv dafür sorgt, dass die Organisation klappt, die beste Organisatorin, die ich kenne. Viviane Fischer hat auch 10 Bälle gleichzeitig in der Luft. Also wir alle müssen versuchen, durch den Rückhalt, den wir haben und unsere vernünftige Lebensweise, uns zu schützen. Und zwar insbesondere unser Immunsystem zu schützen. Es geht am allerbesten, indem man sich vernünftig bewegt, vernünftig ernährt. Dann braucht man keine schwachsinnigen Impfungen oder sowas. Ja, okay. Wie lange denkst du,
wird das ganze Ding noch laufen, wenn eine Class Action angenommen wird, Annahmefrist, Verhandlungen bis Urteilssprech und so weiter? Weil anschließend wirst du doch wahrscheinlich einen längeren Aufenthalt auf deiner Ranch dann genießen. Oh ja, also das sicherlich. Meine Frau sagt zwar inzwischen, sie möchte lieber wieder in Europa leben, aber weil sie weiß, dass ich meine Batterien da am besten aufladen kann, wird sie da auch mitspielen. Aber anschließend sicherlich, ich glaube, bis zum Jahresende müssten wir die Kurve jedenfalls gekriegt haben. Müsste man deutlich erkennen können, dass sich der Wind massiv gedreht hat. Was dann an Aufarbeitung folgt, das ist nicht mehr so schlimm. Das, was jetzt passiert, ist ein Machtkampf zwischen uns und denen. Nicht ich alleine, das ginge gar nicht. Ne? Aber alle die, die auf derselben Ebene unterwegs sind wie wir hier und auf der anderen Seite die in Anführungsstrichen dunklen Mächte, ich sage dunkle Mächte, weil man sieht sie ja schon, aber die einfach ja, evil, Böses im Schilde führen. Vorgeblich, weil das zur Verbesserung der Welt da wäre, aber wenn mir einer von oben erzählt, das musst du machen, dann werde ich misstrauisch. Wenn wir von unten selber beschließen, das müssen wir machen, dann sieht es anders aus. Dankeschön.